Hallo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge Fußballmanager 2019 mit Borussia Dortmund. Wir haben im ersten Spiel im Pokal gegen Energie Cottbus auswärts 3:0 gewonnen. Hier können wir uns jetzt, habe ich in der letzten Folge vergessen, uns mal anschauen, was wir in der Vorbereitung gemacht haben. 4:3 gewonnen gegen unsere zweite Mannschaft, die U23. 4:0 gegen Lotte, 6:0 gegen Wien, 1:0 gegen Pölten, 4:1 gegen Mattersburg, 3:2 gegen Hannover. Das war so der erste Prüfstein. Dann haben wir uns AEK Athen ins Haus geholt, haben wir 2:1 gewonnen. Dann ging es gegen die TSG Sprockhövel, mein Heimatverein, hier wo ich wohne. Grüße gehen raus an die Jungs, gerade schön in Oberliga zugange. Und jetzt im letzten Spiel gegen Energie Cottbus 3:0. Und jetzt kommt der erste richtige Prüfstein, und zwar Red Bull Leipzig zu uns nach Hause in den Signal Iduna Park. Und wir müssen mal auf die Taktiktafel gehen und einfach mal schauen, weil es sind zwei Spieler weggebrochen letztes Spiel. Und zwar Marco Reus auf der linken Seite und Rafael Guerreiro als Verteidiger auf der linken Seite. Jetzt würde ich definitiv sagen, dass wir einmal Marcel Schmelzer bringen müssen für Guerreiro. Hier müssen wir dann einmal schauen, Außenverteidiger unterstützend und Hakimi. Ja, Hakimi bleibt unterstützend. Auf die linke Seite geht Sancho und für Reus. Ja. Bringen wir Mo Dahoud. Eden Sancho ist ein inverser Außenstürmer, unterstützend. Das probieren wir einfach mal. Und so würde ich auch sagen, gehen wir in die Partie gegen Red Bull Leipzig. Wir fahren mal fort. Sind ja noch ein paar Tage dazwischen. Vielleicht passiert noch mal das ein oder andere, was interessant sein könnte für uns. Posteingang. Desimeyer ist erfolgshungrig. Natürlich bin ich erfolgshungrig. Ich will wirklich mit dieser Mannschaft in dieser Saison sofort was holen. Also einen Titel möchte ich diese Saison holen. Ob es der DFB-Pokal ist oder die Meisterschaft von Champions League, gehe ich mal nicht aus. Also da sind wir noch meilenweit von entfernt. Und, Borussia Dortmund verliert Schlüsselspieler. Ja, Rafael Guerreiro ist ein Schlüsselspieler. Ja, für die linke Seite, finde ich, ist er schon ein Schlüsselspieler. Natürlich ersetzbar durch Schmelzer, ganz klar. Hat vorher die Position immer bekleidet und er wird es auch jetzt noch gut tun können. Vor dem Saisonstart Teams unter der Lupe. Da haben wir Werder Bremen, Ansehen, 3,5 Sterne von 5. Ein Neuzugang, ein Abgang. Transferausgaben etwas überschritten. Ganz klar, Topspieler Mario Götze und Raum für Verbesserung Rafael Guerreiro. Natürlich, aber er hat ja auch nicht so lange mitspielen dürfen, bis zu seiner Verletzung. Wir gehen auch immer sofort weiter. Gleich kommt die Auslosung für die zweite Runde. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund live im TV am 1. September 2018. Da freuen wir uns doch schon mal, dass das Spiel live gezeigt wird. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Ich meine, wir haben ja schon quasi Ende August. Bökamp beendet Scouting von Schakwetadze. Ich glaube, Schakwetadze wäre eine sehr gute Verpflichtung. 18-jähriger Mittelfeldspieler, spielt derzeit auf Niveau eines Spielers der zweiten Bundesliga, hat das Potenzial, in Zukunft ein Spieler der Bundesliga zu werden. Derzeitig 2 Sterne, hat die Chance auf 4,5 Sterne. Definitiv auf die Auswahlliste setzen und als Transferziel hinzufügen und weiter geht's. Ich mache es so, bei Spielern, um die ich mich nicht selber kümmern möchte, lasse ich den Michael Zorc machen. Trainingsplan für die kommenden Wochen. Das kümmert sich ja, da kümmert sich ja komplett mein Co-Trainer drum, der Manfred Stevens. Weil mit Training habe ich jetzt nicht so viel zu tun, habe auch nicht so die Erfahrungswerte aus den alten Managerteilen. Wählen Sie Ihren Kapitän für die neue Saison. Der neue Kapitän ist Marco Reus und sein Stellvertreter definitiv ist Axel Witzel. Das bestätigen wir auch so. Daran ändert sich nichts. Isak bekommt einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund. Sehr schön. Also Michael Zorc hat es wirklich geschafft, ihm einen neuen 4-Jahres-Vertrag zu unterschreiben.
Damit ist, ich denke mal, die Zukunft von Alexander Isak gut gesichert. Wenn man sich die Werte anschaut, ist es wirklich ein guter Spieler, mit dem wir in Zukunft noch, ich denke mal, viel Freude haben werden. Zorc gibt Angebot für Shak Vetadze ab. Ich will gar nicht wissen, was er da angeboten hat. Kann nicht viel gewesen sein. 6 Millionen, Spielerwert 6 Millionen. Höhe des letzten Angebotes 6 Millionen. Damit ist es gescheitert. Traurig. Der Journalist Hüseyin Demir meldet sich am Telefon und hätte gerne folgende Frage beantwortet. Der neue Vertrag von Alexander Isak beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Ich bin nicht im geringsten besorgt. Das war Teil unserer Verhandlungen und wir sind absolut zufrieden mit deren Ergebnis. So. Gar keine Unruhe von außen reinkommen lassen. Zweite Runde im deutschen Pokalauslosung heute. Gucken wir uns die Auslosung mal an. Frankfurt gegen Dortmund, wunderbar, können wir direkt weitermachen. Auswärts gegen Eintracht Frankfurt ist jetzt nicht das einfachste Los, was man sich in so einer zweiten Runde wünschen kann für den Pokal. Ich glaube, Lukas Paqueta wäre eine gute Verpflichtung, spielt derzeit auf Niveau eines Spielers der Bundesliga und wäre eine gute Neuverpflichtung. 5 Sterne Maximum zu haben zwischen 15 und 31 Millionen. Also den setze ich definitiv auf die Auswahlliste. Und bestätigen den Empfang. Den verwerfen wir. Frank Bendit, Scouting von Meister. Sollte nur Notfall verpflichtet werden. Weg. Da haben wir ein paar Jungs von TSG gescoutet. Ditko sollte in dem absoluten Notfall. Verwerfen wir auch. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht. Die Jungs von der TSG, die ich auch kenne aus dem aktuellen Kader der TSG. Das waren die einzigen, die man auch mit Historie scouten konnte. Sehr schön. So, wir spielen in Gelb gegen Weiß. Ligaplatzierung 9-10, Quoten 2-5. Aktuelle Form, inkonstant für Urteil zu früh. Na. Davy Selke ist noch verletzt. Isak ist da. Nicht registriert. Unregistriert. In den nächsten Begegnungen einsetzbar, vorausgesetzt, er wird rechtzeitig registriert. So, Marco Reus ist verletzt. Toljan, Toprak, Rode. Guerrero verletzt. Wolf sitzt auf der Bank. Dann würde ich genauso starten und zum Spiel gehen. Und damit würde ich sagen, let's go. Zu Hause gegen RB Leipzig. Freuen wir uns doch mal auf ein schönes, interessantes Spiel. Starspieler bzw. Captain Mario, Starspieler Mario Götze und Emil Forsberg. Captain Alexander Witzel. Und Willi Orban auf der Seite von Red Bull Leipzig. Torjäger oder bester Torschütze auf der Seite von Red Bull Leipzig, Timo Werder. Auf unserer Seite gibt es sowas im Moment noch nicht. Die Teamansprache würde ich sagen, leidenschaftlich. Wir sind hier der Favorit, also raus mit euch und gebt den Fans etwas zu jubeln. Genauso sieht es aus. Den Rest übergeben wir an den Co-Trainer. Und eine kurze Frage noch vom Journalisten Chris McDonald, der lässt nicht locker. Wie sehr steigert Marcel Sabitzers Fehlen ihre Chancen auf den Sieg? Dazu sagen wir bestimmt, jede Mannschaft würde einen Spieler seines Kalibers vermissen, aber sie haben gute Jungs im Hintergrund oder in der Hinterhand, die ihn ersetzen können. Genauso machen wir es. Rafael Guerreros Fehlen wird sich bemerkbar machen. Wie hart wird ihn mitwirken sein? Ich würde lieber über die Elf sprechen, dieses Spiel beginnen, ganz genau. Und damit willkommen im Signal Iduna Park. Willkommen gegen RB Leipzig. Bürki mit dem Schlag links auf die Seite zu Schmelzer, zu Witzel, zu Sancho. Schnelles Spiel in die Spitze, aber Paco Alcácer kann diesen Ball leider nicht erreichen. 6. Minute, Einwurf Hakimi, Götze auf Delaney, Witzel zieht nach innen, Witzel kommt nicht durch. Starker Ball auf die linke Seite, Komet stark auf Werner. Werner wird aber nach außen abgetrieben und abgewehrt.
Eckball. Eckball von der rechten Seite. Emil Forsberg schlägt den Ball nach innen rein und geklärt von Delaney mit dem Kopf weit außerhalb des 16ers. Leipzig schnürt sich quasi so ein bisschen um unseren 16er ein. Deswegen bin ich mal gespannt. Wie wir uns da befreien können. Witzel auf Delaney. Wunderbar gehalten von Gulaschi. Und Pulisic auf Hakimi. Hakimi muss den Ball bringen auf Witzel. Und wieder Gulaschi. Meine Güte. Jetzt drücken wir. Wir drücken. Schmelzer. Witzel. Wieder auf Schmelzer. Wunderbares Spiel auf Sancho. Sancho zieht durch. Bleibt aber hängen. Schade. Freistoß Paco Alcacer. Aber den hält Gulaschi mit einer Hand und einer Hand auf dem Rücken gebunden. Also, das war nichts Wildes. Emil Forsberg mit der ersten gelben Karte. Starker Pass auf Götze auf die rechte Seite. Götze bringt den Ball auf Hakimi. Hakimi zieht nach innen auf Witzel. Warum sucht Hakimi nicht den Abschluss? Wieder Witzel auf Delaney, auf Alcacer. Der letzte Pass. Oh, Torwart. Jawohl. Witzel. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen hier, mal ein bisschen wachrütteln hier. Zeigt etwas Leidenschaft. Sehr gut. Durch den Zuruf scheinen sie alle ein bisschen motivierter zu sein. Schiedsrichter besondere. Oder Dämme zu sich, Ilsanka. Macht doch mal einen Fehler. Wunderbar, der Götze holt sich den Ball. Sticht durch auf Paco Alcacer. Zurück auf Pulisic. Pulisic macht das Ding selbst. 1:0 für Borussia Dortmund. In der 29. Minute Christian Pulisic. Wunderbar. Hier sehen wir es nochmal. Götze im richtigen Moment auf Alcacer. Alcacer schiebt ihn weiter auf Pulisic. Der zieht knallhart aufs Tor und lupft ihn am Torwart vorbei. Ins lange Eck. 1:0 für Borussia Dortmund. Das ist ein Start nach Maß. Ich find's gut. Genauso muss es sein. Und es geht direkt weiter über Delaney. Delaney auf Götze. Götze hat viel Platz. Schickt Paco Alcacer frei vor Gulaschi. Und Gulaschi hält den Ball. Das hätte das 2:0 sein müssen. Direkt im Gegenzug Forsberg auf Upamecano und der köpft den Ball gegen die Laufrichtung ins lange Eck. Das hätte nicht sein müssen. Mann! Aber wir sind in der 40. Minute, noch ist nichts verloren. Rufen nochmal zu, nach vorne drücken. Vielleicht kommt ja noch eine Chance vor der Halbzeit, wo wir vielleicht nochmal einen Nadelstich sitzen können. Die holen sich alle gelben Karten ein, das ist auch sehr gut. Aber es sieht nicht mehr so aus, als wenn wir da noch großartig in der ersten Halbzeit noch was an Chance auf die Beine stellen können. Ne, Halbzeit. Ab in die Kabine. Teamansprache. Bestimmt. Wir haben hier die bessere Mannschaft, macht einfach weiter so und wir werden das Ding schaukeln. Wir können noch immer gewinnen, arbeitet konzentriert weiter und ihr werdet dafür belohnt. Genauso machen wir es. Und weiter geht's. So, Forsberg. Forsberg hat den Ball, springt den Ball in die Mitte, aber Diallo hat wunderbar aufgepasst. Schiebt den Ball auf Schmelzer und Witzel wird ganz klar von hinten von den Beinen geholt von Timo Werner und ein paar ermahnende Worte vom Schiri an Timo Werner. Abudu Diallo mit dem Kopfball nach der Ecke von Mario Götze. Der hebt die Hand, bringt den Ball rein und Diallo mit der wunderbaren Laufbewegung in die Mitte und der lange Lulac schiebt den Ball einfach mit dem Kopf über die Linie und so steht es 2:1. Für Borussia Dortmund und direkt im Gegenzug Willi Orban mit dem 2:2. Mann. Freistoß von der linken Seite, Pulisic und Götze ist da. Götze ist da, ich sage es doch, Mario Götze.
Ich weiß, warum ich auf ihn stehe. Wenn man ihn braucht, guckt euch das an, wunderbar, aber von Schmelzer, der Kopfball, zurück auf den langen Pfosten, ein Gedicht, Leute. So muss es jetzt bleiben. Einwurf, Mario Götze. Ey, das kann man auch mal pfeifen, der Schiedsrichter. Wieder Götze, sag mal. Witzel. Mann, doch. Zweimal von den Beinen geholt auf der linken Seite. Da kann man auch mal ruhig die Karte geben, finde ich. Hakimi, Witzel, Delaney, Sancho, aber weit vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir aus. Von der Frische her, finde ich, ist alles noch relativ in Ordnung. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal den Zagadou bringen für den Akanji. Dann haben wir im Sturm den Alcacer, würde ich ganz gerne mal wechseln gegen den Maximilian Philipp. Und ich glaube, den dritten Wechsel, den behalten wir uns mal vor, für den Fall, dass nochmal irgendwas passieren sollte. Machen nochmal kurz einen Zuruf, fordern nochmal etwas mehr. Und da kommt direkt die Ecke von Götze, Sancho. Delaney, knapp vorbei auf der rechten Seite, schade, schöne Chance. Standardmäßig sind wir echt gut aufgestellt, also gefährlich bei Ecken, muss ich wirklich sagen. Und die Leipziger holen sich eine gelbe Karte nach der anderen ab. Wieder ein Standard, wieder ein Einwurf von Schmelzer auf Witzel, auf Götze, Götze auf Schmelzer. Exzellentes Tackling, Leute. Aber Diallo ist eine Bank hinten drin. Eine Bank. Mario Götze auch. Dem klebt der Ball auf dem Fuß. Der kommt immer wieder dran. Aber jetzt mit dem Konter. Wieder Diallo. Wieder als Abräumer hinten drin. Nimmt dem Werner quasi den Ball vom Kopf. Oh, starker Ball auf Agustin. Agustin, 3:3. Das darf nicht passieren. Ich glaube, ich bringe mit dem Pisscheck mal ein bisschen Erfahrung rein. Und vielleicht mal ein bisschen Ruhe mehr auf der rechten Seite. Dass wir diese Konterbälle nicht immer bekommen. Was ist da los? Kommt, Leute, Witzel. Sancho raus. Auf Schmelzer und wieder. Also für mich sehen die Tacklinge wahrscheinlich einfach ein bisschen heftiger immer aus, als die Wirklichkeit sind. Aber wieder Ecke von Götze. Sancho, Witzel. Mann. Oh, abgefälscht. Mario Götze. Gulagi. Da hat Gulagi einfach... Obwohl wir schon drückender sind. Ganz klar. Mehr fordern. Delaney. Aber aus 30 Metern. So überwindest du den Gulagi nicht mit 30 Metern. Das funktioniert nicht. Zagadou, wunderbar. Den Zweikampf gewonnen in der Luft. Maximilian Philipp. Aber dafür ist der leider... Ein Tick zu steil gespielt worden. Lukas Piszczek, was war das denn? Was war das denn für ein Ball von Piszczek? Leute. Erst geht er gar nicht hin und... Das war ja traumhaft. Teamanweisung. Umschaltspiel. Abspiel in Spiel reichen, genau. Gegner im Ballbesitz. Im Ballbesitz, links außen. Geduldig spielen, schießen. Bei freier Bahn. Kriegen wir noch unsere
Unsere Chance vor Ende, 6 Minuten Nachspielzeit. Götze, Ecke, Sancho, Diallo, Diallo auf Schmelzer, Schmelzer. Mann, das wäre so ärgerlich, wenn wir dieses Spiel wirklich verlieren würden. Wir waren einfach die bessere Mannschaft, aber durch wirklich so individuelle Fehler kriegen wir 4 Tore. Ich weiß gar nicht warum. Mein Gott, jetzt treibt den Ball nach vorne da. Das wird Ecke geben, okay. Nach vorne drücken. Witze! Ja, das war's. Das war's, das war's, das war's. Teamansprache. Trotz des Ergebnisses bin ich mit eurer Leistung zufrieden. Ich fand sie nicht schlecht. 3:4, Red Bull Leipzig, damit starten wir auf Platz 11. Gucken mal kurz in den Posteingang. Red Bull Leipzig triumphiert bei Tor Festival. Die abschließende Pressekonferenz nach dem Spiel beginnt. Pressekonferenz teilnehmen. Die Spieler können daraus viel Positives mitnehmen. Die Fans haben das Spiel sicherlich genossen, aber was ist nicht eine stressige Erfahrung für die als Trainer? Dieses Spiel hatte alles für den neutralen Zuschauer. War es ein Genuss. Sie haben heute die Niederlage als Dortmund-Trainer erlitten. Wie fühlt sich das an? Das ist sehr bitter. Vor allem, weil wir wirklich meiner Meinung nach besser waren als die Leipziger. Mario Götze war hervorragend heute. Er war der beste Spieler auf dem Platz. Ganz klar. Muss ich mal rausnehmen. Muss ich mal wirklich loben. Hat er sich verdient. 3 Torvorlagen. Note wieder 8,2. Emil Forsberg zeigt heute eine Top-Leistung gegen sie. Er ist ein sehr guter Spieler, finden sie nicht. Sie können als Trainer wenig machen, wenn ein Gegner so gut spielt. Er war fantastisch. Lukas Piszczek erlaubte sich heute einen Schnitzer, der sich das Spiel gekostet hat. Wie bestürzt ist er darüber? Lukas ist mental verdammt stark und wird schnellstens wieder auf der Höhe sein. Wie und wie oft sie im letzten Spiel Chancen eingeleitet haben, war großartig. Machen Sie weiter so. Und damit als Schlusswort. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Kommentar dalassen, Like dalassen, Däumchen, Abo dalassen, kostenlos die Glocke aktivieren, kostenlos das Abo dalassen und nie verpassen, wenn ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt und sage Ciao, Tschüss, euer Kai.